wir haben so das Beste daraus gezogen, ne, aus den zwei Teilen, die es gab. Plus aber auch noch eine Weiterentwicklung, ohne dass man aber auf den derzeitigen Trend aufspringt. Alles, was momentan rauskommt, klingt ungefähr gleich. Ne? Momentan sind es die schnellen Afro-Trap-Drums, Autotune. Ne? Es ist sowas, wo viele Leute gerade drauf aufspringen, ja, und eine Schlampe totreiten, bis sie nicht mehr kann. Du kannst dich aber auch weiterentwickeln und vielleicht auch einen neuen Trend setzen, auch musikalisch, ohne dass du diese Elemente, die jetzt gerade angesagt sind, im Überfluss in deine Musik einfließen lässt. Weil da bist du ein Mitläufer. Mhm. Aber willst du ein Mitläufer sein oder willst du einer sein, der ein Vorreiter ist? Und das sind wir. Man kann ja auch auf einem Trap-Beat rappen, ohne 10-mal irgendwie die gleiche Zeile hintereinander zu rappen, sodass es auch nur lyrisch krass ist. Das ist ein guter Punkt. Trap-Beats kannst du auch ganz anders zerlegen, genau, als es üblicherweise gemacht wird. Dieses Album ist musikalisch so stark, plus das Team dahinter ist so stark. Wir sind Brüder, wir marschieren da durch, egal was kommt. Das wird verbrannte Erde hinterlassen. Das ist ein Game-Changer-Album. Da kann nicht mehr jeder Hurensohn kommen und sagen, bau mir mal ein Trap-Beat, Pauli, mach du mir mal Autotune auf meine Stimme, ich bin jetzt ein Künstler. Das ist damit vorbei.